Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir sind drinne. Wir müssen die Rakete noch ein klein bisschen umbauen. Der Dralo hatte mir das schon gesagt, dass die Decoupler an den Solid Boostern da fehlen. Das heißt, wir müssen mal gerade die Rakete laden. Die müsste es ja sein, oder? Da haben wir hier unten das vergessen. Die haben wir da einfach so schön dran gemacht. Ohne, dass wir sie abmachen können, ne? Oh, dieses Fenster ist jetzt hier im Weg. Auf 2 gestellt. So. Dahin. Und dahin. So, sollte passen. Das war das. Und dann müssen wir hier gucken. Haupttriebwerk an, hat er geschrieben. Und die Booster auch an, haben wir. Ne, Haupttriebwerk ist noch in einer anderen. Die schmeißen wir da mit rein. Ah, da müssen wir noch eine neue machen. Und die beiden müssen da hoch. Und so, die gehen 3 an. Leer, dann ab. Dann da ab. Und der nächste geht an. So. Sollte dann eigentlich passen, oder? Hier muss irgendwo noch Sprit vielleicht drin sein. Nee, da nicht. Aber da. So, den haben wir auch raus. Und hier oben müsste leer sein, ne? Ja, ist so. Dann haben wir das richtig gemacht. Das war da unten, das war da. Das ist dort. Da müssen wir uns dann drum kümmern, wenn es soweit ist. Von Hand auslösen, ne, war das. So, haben wir's. Achso, den auf 1,6 wieder. Der ist jetzt bei 1,8. Den sollte ich dann nochmal einstellen. Kabel ist richtig. Haben wir was falsch gemacht? Ach, das Triebwerk müssen wir wohl anklicken, ne? Und dann nochmal checken. So, 1,6, das passt. Ja, gut. Haben wir auch. Können wir gerade speichern? Gut. Vessel Info haben wir da, Delta V haben wir da. Gut, okay. Ja, lassen wir da jetzt mal sitzen. Gespeichert hatten wir. Jetzt müssen wir gerade noch hier rein gucken, wen wir da mitnehmen. Ja, dieses Fenster ist da doch nicht so ideal, ne? So. Wodka tauschen wir da hin. Und die beiden Touristen tauschen wir dahin. Passt. Da nochmal reingeguckt. Na so, das müssen wir da. Separator auf 80 bis 84.000. Transmit or recover scientific data from space around Kerbin. Gut. Und die beiden da oben hoch. Ich glaube, wir haben's. Ja, jetzt bin ich nicht darüber gegangen. Naja, hätte ich übers Launchpad direkt gehen können. Naja. Dann hier nochmal rein, weil dann ist es auch wieder zurück. Weil wir auch nicht die richtige Rakete hier durch ausgewählt haben. Wo ist sie denn jetzt? Da. Dann brauchen wir die Touristen da rein. Entschuldigung. Und den Ingenieur durch den erfahrenen Piloten Podke ausgetauscht. So. Das wäre dann schon mal richtig, oder?
und Lounge. Würde ich sagen. So. Ja, gibt es ganz viele Sachen, finde ich gut. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ist nicht schlimm, machen wir erst an der Seite. So. Delta V-Status können wir noch mehr einstellen, wahrscheinlich. Rakete steht da. Ich mache mal das SAS an. Ich glaube, es war aber nicht unbedingt richtig, dass man das macht, aber ich lasse es erstmal so. Weil ich glaube, ich brauche es, oder? Vielleicht auch nicht. Gucken. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, oder? Dann wollen wir mal gucken, dass man so ein... Was braucht denn einen suborbitalen Flug? Ich glaube ja, ne? Okay, das bleibt da. Ne, das will ich aber nicht da haben. Können wir das auch ändern? Ja, das hat gut geklappt, ne? Achso, das können wir einklappen. Alles gut. Mehr aufziehen kann ich das nicht. Okay. So, das heißt, wir müssten jetzt 80 bis 84.000 Meter kommen und dann müssen wir dieses Teil da ausprobieren. Gut, das müsste ja schaffbar sein, oder? Das Ganze im Orbit kriegen wir auch hin. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Aha, die geht also relativ langsam runter. Wackelt aber schon für mich. Für meine Verhältnisse wackelt die schon ziemlich viel und ich mache gleich mal das SAS an. Jetzt neigt die sich schon zu einer Seite, wo ich eigentlich nie hin will. Okay. Ja, ob das gut geht, ich weiß es nicht. Wieso ist das Haupttriebwerk leer? Was ist hier los? Okay, das ist ja dann ein richtiger schöner Fehlversuch, oder? Ich glaube, ich hätte Vollgas geben müssen eben, das habe ich gar nicht gemacht, ne? Okay. Das würde ich mal sagen, heißt das, dass wir ganz schnell die Schirme aufmachen müssen. Ich möchte keine Toten hier haben, ne? Kann ich hier schon mal was machen, wenigstens? Eine Analyse. Okay, da gibt es ein paar Prozente für. Ganz mit. Kriegen wir auch hin, oder? Es explodiert eine Klamotte nach der anderen. Hat man nicht noch ein Thermometer oder sowas dran? Ne? Nee. Okay. Statusbericht? Nix. Ja, gut. Das ging arg in die Hose, dieser Versuch. Warum? Das ist jetzt die Frage, ne? Warum ging das nicht? Eins. H2. Okay. Custom Stage Stats. Okay, das habe ich hier letztens irgendwie weggeklickt, das... Ja, da müssten wir gleich irgendwo gelandet sein, ne? Ging alles so ein bisschen daneben. Geschafft haben wir nix. Toll.
5.000 bis 10.000. Vielleicht hätten wir das hier noch hinkriegen können. Aber da waren wir zu langsam wahrscheinlich für. Alles klar. Und Flight Engineer. Naja, okay. Gut. Da sind wir auf jeden Fall heile auf die Erde zurückgekommen. Ich weiß noch nicht, warum, wieso und weshalb das gerade so schief gegangen ist. Gibt's hier noch irgendwas zu machen? Statusbericht. Ne. Gut, da war nix. Ja, das ging arg in die Hose. Dann Gefährt bergen, würde ich sagen. Und jo. Überlegen, warum, wieso und deshalb wir nicht hochgekommen sind. Science Point 9 hatten wir, glaube ich, schon vorher auch so viele. Nee. Oder doch? Ja. Und guck mal, die Touristen, die haben Erfahrungspunkte gekriegt. Na, dann sind sie nächstes Mal ja schon schlauer, ne? Haben wir denn hier irgendwas in unserem Bauplan falsch gehabt? Ich weiß es nicht. Kompakt, okay. Das ist 1,6. Hier irgendwas nicht richtig verbunden sozusagen. Ist die so schwer, dass das nicht hochgeht? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Zweimal die Booster. Ich glaube, wir müssen mehr Booster dann da dran machen, oder was? Hm. Vielleicht hätte ich auch noch mehr Schub geben müssen. Gut. Also ich würde mal vermuten, wir müssen da noch zwei Booster mehr dran machen, damit wir da hochkommen. Aber der Dralo, der wird mir das bestimmt sagen. Der ist so nett. Entschuldigung. Der analysiert das für uns. Und dann gucken wir weiter, oder? Ja. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.